mal einen Brudi von mir rein, der gute Bo Risk. Der hat nämlich ein krasses Album rausgehauen. Ja, und ich finde, das ist auch trotzdem noch ein bisschen zu wenig bei rumgekommen, sagen wir es mal. Ja, der hat schon krasse Klicks und alles, ne? Aber trotzdem finde ich, sollte man ihn trotzdem nochmal anhören, damit ihr auch mal ein bisschen was hört, so was ich auch, ja, auch privat auch gerne feiere. Ist auch jemand aus meiner Ecke. Ich habe damals auch in Pforzheim gewohnt und ich habe halt auch immer zu ihm aufgesehen. Er war halt auch immer so eine Art, kann man sagen, halt, ja, jemand, den ich halt übelst feiere und ich wollte halt auch so sein. Und er war halt die ganze Zeit schon in diesem Rap-Kosmos drin und ich war gerade am Anfang, ich war halt voll der Fan und jetzt mittlerweile ist man auf dem Level so, dass wir beide sogar zusammen Mucke machen und ja, ist geil. Wenn man dran bleibt so, dann können auch solche Sachen passieren so. Deswegen zieht euch mal Bowrisk rein auf jeden Fall. Psychoakustik, auch ein geiles Ding auf jeden Fall. Voltaren hat ihr bei den Rückenschmerzen geholfen. Jetzt will sie Sport machen. Ich nicht. Voltaren Schmerzgel Forte bekämpft. Das Ding auch noch dazu. Ich war auf seiner Release Party. Ich war Vorgruppe. Und ey, war mega nice. Hat Spaß gemacht. Ey, die Leute waren mega nice. Und ich habe einfach Leute wieder getroffen, die ich seit 10 Jahren nicht mehr gesehen habe. Mann, Alter, das war richtig nice. Also, sowas ist immer schön. Sorry, ich muss nochmal unterbrechen. Und er produziert alles selber. Es ist sein Studio. Er produziert alles selber. Er hat das ganze Album selber produziert in seinem Studio, halt alles gemixt, gemastert. Die Videos hat er seine Kollegen so, die habe ich auch kennengelernt. Richtig korrekte Leute. Und auch die Beats. Er macht alles selber. Er ist einfach. Er ist durch, aber in einem positiven. Ich heiße, ich heiße, ich heilige Scheiße, heilige Scheiße, Style zu eigen, Style zu eigen, ich steige in Zweifel, steige in Zweifel, ich streiche und streiche, ich streiche und streiche, schreibe und schreibe, schreibe und schreibe, die Zeit dafür streichen, Zeit dafür streichen, für Weile bestanden, für Weile bestanden, ich auf Bleistifte beiße, Bleistifte beiße, ich bleibe allein, bleibe allein, und gleich finde Leiche, gleich finde Leiche, damit schweigt in der Weiche, schweigt in der Weiche, ich streiche und streiche, ich streiche und streiche, von Montag bis Montag mach ich nichts anderes, ich schreibe und schreibe, es schreibe und schreibe, es ruht sich spiegelt keine Rolle mehr, ich höre das Schleichen der Zeiger, Schleichen der Zeiger, ich bin verwirrt und kann nicht schwer zwischen Schein und Sein unterscheiden, Sein unterscheiden, ich bin zutiefst enttäuscht von mir selbst, und ich streiche und streiche, streiche und streiche, die Handschrift ist zittrig, ich krieg nicht zustande, doch schreib es und schreib es, schreib es und schreib es, ich nehme die vollgekritzelten Blätter, knülle sie und schmeiß sie beiseite, schmeiß sie beiseite, aus meiner trockenen Kehle erklingen erst einmal schrillenden heisere Schrei, heisere Schrei, ich bin stumm im nächsten Moment, nehme den Stift in die Hand und streiche und streiche, streiche und streiche, schreibe, schreibe. Ich finde das auch mega kreativ, Mann. Guckt euch mal dieses Video an. Ich habe sowas noch nie gesehen vorher. Er hat einfach mal was komplett Neues gemacht. Auch vom Beat her, vom Style her. Ey, geil, Alter. Ist einfach kreativ, der Typ. Und deswegen bin ich echt stolz, dass wir da auch bald mal was zusammen machen. Auf jeden Fall mega nice, Alter. Zieht euch das rein. Es ist einfach, es ist kreativ. Es ist einfach eine neue Ebene. Scheiße, ich scheide und streiche es. Ich schreib und schreib, schreib und schreib. Ich bin frei wie ein Freier, frei wie ein Freier. Ich bin frei wie ein Geier, frei wie ein Geier. Ich bin einer wie keiner, einer wie keiner. Ist das geil, ist scheiße, geil ist scheiße. Die scheiden sich Geister, scheiden sich Geister. Ich weiß nicht mehr weiter, weiß nicht mehr weiter. Ich streiche und streiche, streiche und streiche. Ich schreib und schreibe, schreib und schreibe. Ich steige aber weiter, steige aber weiter. Meine eigene Leistung, eigene Leistung. Ich weiß nicht die Kleider, weiß nicht die Kleider. Meine Hand zeichnet das Gleiche, zeichnet das Gleiche. In heimliche Zeichen, in heimliche Zeichen. Die im Kreis vorne kreisen, Kreis vorne kreisen. Ich streiche und streiche, streiche und streiche. Der Kolli
ist leer, doch ich gebe nicht auf und ich schreibe und schreibe, schreibe und schreibe. 64 GB gefüllt mit Texten von der Speicher im iPhone. Speicher im iPhone. Die Wände im Studio sind dann mit schwerer Reihenfolge gekleistert. Ich erstick bei Nein zu Glück, Papierfetzen und streich und streich, streich und streich. Die Stimmen in meinem Kopf lässt mir Worte zu und ich schreibe und schreibe, schreibe und schreibe. Ich hab die Internetleitung gekannt und bin nicht mehr auf Skype zu erreichen. Skype zu erreichen. Ich hab eine erbitterte interne Auseinandersetzung brauchen Dein und eine Leiter. Dein und eine Leiter. Da verdräng ich einfach die verworrenen Gedankengänge und streich und streich, streich und streich. Schreibe. Allein auch schon dieses Video, ey, überkrass, wer kennt das nicht als Musiker, wenn man die ganze Zeit immer wieder halt seine Texte dann geschrieben hat und dann einfach wieder alles wegradiert und wegschmeißt und dann wieder komplett neu wie so ein Bekloppter wieder neu schreibt und dann, ey, das ist wieder nicht gut genug, schmeiß wieder kaputt und schreib wieder was Neues und, ey, ich fühl den Shit einfach. Als Rapper fühlst du das, auf jeden Fall. Man macht sich einfach so einen Druck, weil man denkt, ey, das, was man jetzt geschrieben hat, ist nicht gut genug, deswegen muss man einfach jetzt einen Dorf setzen und dann macht man sich so einen Druck und so Kopfgeficke, dass man einfach denkt, dass alles scheiße ist, was man schreibt. Alles ist scheiße so. Und dieses Lied, das bringt es einfach so gut rüber und einfach krass. So, deswegen ist es einfach nur kreativ. Es hat einfach den Nerv auf jeden Fall von mir getroffen. So. Und ich denke mal, jeder, der Künstler ist und eine künstliche Ader hat, so, der versteht auch, was er damit aussagen möchte. So, hundertprozentig. Also ich fühle es. Auf jeden Fall, checkt euch das Album aus. Psychoakustik, das war so gesehen der Titelsong.